Servus und grüß Gott bei Holzwerken TV. Mein Name ist Melanie Kirchlechner, ich bin Schreinerin und Restauratorin, außerdem Autorin bei der Zeitschrift Holzwerken und seit vielen Jahren auch Dozentin in der Erwachsenenbildung. Was ich Ihnen heute hier zeigen möchte, ist die Restaurierung dieser schönen alten Kommode. Die ist aus Nussbaum gefertigt, soll exemplarisch stehen für vielleicht Ihr Restaurierungsobjekt, was Sie zu Hause haben. Werde mich bemühen, alles möglichst deutlich und klar darzulegen, und anfangen werden wir mit der Bestandsaufnahme, was ist daran zu tun, und mit der Säuberung des Lackes und der Oberfläche. Bei der Restaurierung von alten Möbeln gibt es zwei große Arbeitsbereiche. Das ist erstens die Erneuerung der Oberfläche und zweitens die Behebung der technischen Mängel. Die technischen Mängel, die unabhängig von der Oberfläche sind, wie zum Beispiel eine Schublade, die nicht mehr läuft, oder Beine, die wackeln, oder Türen, die klemmen, sollten Sie vor der Oberflächenerneuerung durchführen. Bei der Oberflächenerneuerung wasche ich in der Regel zuerst den alten Schellack ab. Ausnahme sind Bereiche, wo das Furnier lose ist oder fehlt, da das Abwaschen das Furnier weiter beschädigen würde. In diesen Bereichen ist es sinnvoll, das lose Furnier zuerst mit dem Untergrund zu verleimen und dann erst mit der Reinigung weiterzumachen. Soll die Oberfläche neu poliert werden, muss man aufliegende Teile entfernen, weil die stören beim Polieren. In dem Fall sind es die Schlüsselschilder der Schubladen. Die versuche ich mit einem handelsüblichen Schraubenzieher rauszudrehen. Das geht nicht, weil die Schlitze sehr viel schmäler sind als bei den heutigen DIN-Schrauben. Deswegen verwende ich einen ganz schmalen Schraubenzieher. Und dann ist es wichtig, die entnommenen Teile zu kennzeichnen, damit man sie später wieder an dieselbe Schublade hinschrauben kann. Dasselbe gilt auch für die Schlösser, die ich in dem Fall auch entferne. Das geht nicht mit einem Schraubenzieher, auch wie man hier sieht, weil es sich um falsche Schrauben, um Nägel mit Schlitzen handelt, und die ziehe ich raus mit einem Nagelheber. Zum Abwaschen des alten Schellacks kann man billigen Brennspiritus verwenden. Da muss man nicht den teuren Alkohol nehmen. Den fülle ich mir in eine Dose und gehe mit einem relativ groben Schleifvlies, wie man es zum Abkratzen von Pfannenböden verwendet, über die Fläche. Ich darf ruhig mit Druck darüber schrubben, so lang, bis der Schellack sich zu lösen beginnt, der alte, bis die Flecken verschwinden, bis man den Dreck nicht mehr sieht. Und das muss ich wirklich so lange machen, bis ein feuchter, barziger Schmier entsteht. Deswegen zeigen wir das jetzt hier auch mal in voller Länge, weil der Effekt braucht eine Weile. Jetzt sieht man es, dass sich so ein zäher Barz entwickelt. Schrubbt den wirklich feste weg. Und dann wird er mit einem Papiertuch abgenommen. Und zwar vollständig. Weil sonst trocknet der wieder hin auf die Fläche. Da ist ganz schön was drauf. Das hat leider noch nicht gereicht einmal. Meistens wird es so sein, dass man das noch ein zweites und vielleicht sogar ein drittes Mal machen muss. Auch deswegen zeigen wir das in voller Länge, damit Sie sich vorstellen können, wie lang das dauert, bis der alte Lack sich anlöst. Also, jetzt der zweite Auftrag. Da wird der Schmier schon ein bisschen dünnflüssiger. Da habe ich schon einiges von dem alkohollöslichen Schellack weggeholt mit dem Brennspiritus. Es ist dennoch eine nicht sehr zeitaufwendige Methode, weil man sofort sieht, ob sich der Schellack lösen lässt oder nicht. Also es muss auf alle Fälle so lange gerieben werden, bis die Flecken weg sind und eine einheitliche Farbe entsteht. Und dann wieder abnehmen alles. Gründlich. So sieht es aus, wenn der Schellack weg ist. Hier nochmal die alte Stelle, wie sie aussieht vor der Reinigung, und hier nach der Reinigung. Da sind alle Flecken weg und das Ganze ist heller und das Furnierbild deutlich klarer. So muss es aussehen, bevor Sie weitermachen. Trotz der gründlichen Reinigung gibt es noch Dreck auf der Schublade, der ist wohl nicht alkohollöslich.
und den entferne ich mit einem senkrecht gestellten Stemmeisen. Wenn der Schellack so bröselig ist wie oben auf der Platte, dann empfiehlt es sich, ihn mechanisch runterzuholen. Das funktioniert mit einem senkrecht gestellten Stemmeisen. Ich versuche es auch mit einer Ziehklinge, an die ich mir mit einer Metallfeile einen Grat hingefeilt habe. Das ist auch ein probates Mittel. In dem Fall, werden Sie sehen, funktioniert es aber deswegen nicht so gut, weil die Platte nicht mehr so eben ist, dass die Breite der Ziehklinge den Schellack wirklich erfasst. Deswegen funktioniert es hier nicht. Weiter mache ich mit dem senkrecht gestellten Stemmeisen, aber nur bis zu den Stellen, wo das Furnier beschädigt ist. Das empfiehlt sich vorher zu machen. Also bevor ich da drüber kratze, muss ich erst das Furnier reparieren, was ich Ihnen in einem nächsten Video zeigen werde. Ich habe Ihnen jetzt gezeigt, welche zwei Möglichkeiten Sie haben, um den Schellack von so alten Stücken wegzukriegen. Hier zum Beispiel auf der Platte war er ja sehr brüchig und sehr dreckig und verfleckt. Und da ging es sehr gut, zuerst mit dem Stemmeisen zu ziehen oder mit einer Lackziehklinge oder was ähnlich Scharfen. Das mache ich so lange, bis nichts mehr weggeht. Und dann wasche ich hinterher mit dem Brennspiritus. Hier war das nicht notwendig, weil die Fläche schon relativ gleichmäßig war. Hier habe ich nur gewaschen, so 2-3 Mal. Beiden gemein ist dann, egal was ich vorher gemacht habe, dass ich es nachher schleife, und zwar mit einem 180er Papier, damit es gleichmäßig wird. Und die Kontrolle, ob es wirklich gleichmäßig ist, erfolgt immer am Schluss, hoppala, mit Alkohol, mit Brennspiritus, weil der simuliert den Schellack, der simuliert die Farbigkeit vom Schellack. Wenn der Untergrund schön gleichmäßig ist, wenn keine gelben Flecken oder dunkle Flecken mehr sind, dann können Sie mit dem Beizen, mit dem Angleichen, mit dem Schellackpolieren beginnen. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen für Ihr eigenes Restaurierungsprojekt.